und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir für euch. Wir haben ja schon das neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle sehr, sehr gut reingerutscht und ich wünsche mir für euch nur das Beste. Ein erfolgreiches neues Jahr mit ganz viel Gesundheit und Liebe. Ich muss jetzt hier mal so ein bisschen schuckeln, weil sie sich ein bisschen bewegt hat. Ja, wer mir nämlich auf Instagram folgt, weiß, dass ich nicht mehr alleine bin, sondern diese kleine Maus bei mir habe. Im Oktober bin ich nämlich Mama geworden. Und auch das heutige Video, ich wollte euch nur vorwarnen, ich habe das Video mit ihr in der Trage gemacht, mit dem Baby. Und falls ihr irgendwie Hintergrundgeräusche hört, so ein bisschen schnaufen oder stöhnen oder so, nein, das bin nicht ich, sondern es ist die kleine Maus tatsächlich. Also, weil ich ja jetzt quasi wieder die Kamera über Kopf habe und dann könnt ihr das nicht sehen. Aber jetzt hier einmal die Maus in der Trage. Und ja, also... ich freue mich schon auf das neue Jahr, das jetzt kommt. Ich hoffe, ihr euch auch. Und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Tutorial. Für das Aquarellieren mit Brushpens brauchen wir außerdem natürlich die Brushpens, die wasservermalbaren. Da können wir hier die Eddings, die Sakura Kois nehmen. Karin-Marker sind super. Dann haben wir noch Ecoline. Ja, die Ecoline Brushpens kann man noch super verwenden. Und die Tombos, die habe ich euch einfach nochmal unten drunter geschrieben. Die so am meisten, glaube ich, verwendet werden zum Wasservermalen. Dann noch ein Fineliner, um noch ein kleines Lettering unten drunter zu packen. Ein Pinsel. Ich habe einen Pinsel Größe 8. Und wir brauchen natürlich auch Aquarellpapier. Ach so, Wasser natürlich auch. Aquarellpapier. Ich habe so ein bisschen was ausgetestet. Ich habe ja eine Kreativmitgliedschaft. Und da ist auch das Thema für diesen Monat Brushpen Watercolor. Da geht es ganz intensiv darum, wie sich die Brushpens mit Aquarellpapier verhalten. Ich habe da ein paar Tests gemacht und am besten hat abgeschnitten das Van Gogh Watercolor Paper und das von Römertum, das Aquarellpapier. Ich suche mir jetzt einfach eins aus. Ich habe noch ein paar andere Papiere getestet und muss sagen, dass das hier so ein bisschen mit das Beste war. Beim Aquarellieren mit Brushpens ist nämlich häufig das Problem, dass wir noch die Markerrückstände sehen vom Auftragen der Farbe direkt auf dem Papier. Dann kann man das nicht mehr so gut wasservermalen. Und da ist das, also es hat einfach was mit den Pigmenten zu tun, dass die sich dann nicht mehr abheben lassen vom Papier. Ne, die dringen dann einfach ein bisschen tiefer rein. Und da ist das Papier hier noch mit am besten, nach meinem Test. Also wenn ihr noch andere Papiere habt, dann lasst es mich gerne als Kommentar wissen, die ihr selber noch ausprobiert habt. Genau, wir starten mit einem Regenbogen. Da habe ich mir hier diese Farben ausgesucht. Und zwar gelb, pink, lila und das ist hier so ein Türkiston. Da starten wir einfach mal direkt los. Und zwar, ich male mir hier einfach einmal aufgetragen. Ne, schön ganz flach halte ich den Brushpen, damit wir ganz viel Pigmente hier einmal auftragen können. Es reicht eine Runde, einmal Pigmente aufgetragen und dann mit Abstand. Was sind das ungefähr? 1 cm. Hier oben trage ich noch so ein bisschen mehr Pigmente auf. Dann den lila Ton. Auch wieder der gleiche Abstand. Hier fahre ich noch einmal nach, damit ich hier auch ordentlich Pigmente habe, die ich dann vermalen kann. So. Unsere Striche müssen auch gar nicht perfekt sein, da wir sie ja jetzt sowieso mit Wasser nochmal verwischen. Und dann sieht man das auch gar nicht so. So, mit schön klarem Wasser und einem ganz sauberen Pinsel starten wir jetzt hier mit dem Gelbton. Und ich beginne jetzt hier so nach außen hin den Gelbton zu verwaschen. Und dafür muss ich hier einfach ein paar Mal drüber fahren über meinen Markerstrich, damit er hier auch schön verwischt. So, schön auswaschen, den Pinsel. Und das gleiche mache ich jetzt hier auch mit dem Pinkton. So.
schön auswaschen wieder. Und hier das, also von meiner Auffassung darf sich das hier ruhig vermischen. Wer das nicht mag, der sollte noch akkurater arbeiten. Ich finde, das gibt aber dieser Illustration einfach so einen unfertigen Look. Und das passt irgendwie so gut dazu, wenn hier auch so ein bisschen die Farbe ineinander verwischt. So schnell geht es und wir haben unsere erste Illustration fertig. Probiert euch hier gerne mit ganz vielen verschiedenen Farben aus. Und mit dem Fineliner schreibe ich jetzt hier noch drunter Rainbow and Sunshine. Ihr könnt natürlich drunter schreiben, was ihr möchtet. Ich wollte euch gerne nur mal den Kontrast zeigen zwischen diesem Regenbogen, diesen wirklich blockartigen Farben und dann dieser ganz feinen Schrift da unten drunter. Ich finde es sehr, sehr schön und kann man auch ganz easy als Karte oder verschenken zum Beispiel. Und wir starten jetzt in das zweite Bild. Da habe ich jetzt hier diese drei Farben. Das ist von den Karin Markers das Cyan, Skin 1 und Cool Aqua. Ich beginne mit Skin 1. Und wir machen jetzt so einen Hintergrund. Da starte ich hier in der quasi Mitte. Also ich habe jetzt hier noch Platz für meine Illustration. Und hier in der Mitte trage ich mir meine Farbe auf. Einfach so strichartig und ich fahre hier mehrmals drüber. Wichtig ist, damit die Brush Pens auch geschont sind, das sind ja Filzspitzen, schön ganz flach auftragen, ja. Das hier ist relativ glattes Papier, auch wenn es huckelig aussieht. Und auch wenn man drüber fährt, dann fühlt sich das huckelig an. Aber grundsätzlich sind die Fasern ganz, ganz glatt auf dem Papier so angeklebt. Also die Oberflächenleimung ist hier sehr gut. Kann man tatsächlich machen, weil einige immer fragen, Brush Pens, also Filzspitzen auf Aquarellpapier, das empfehlen ja ganz wenige. Ich finde aber, wenn man ganz gut mit den Brush Pens umgeht, dann kann man das ruhig machen. Und ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Also meine Brush Pens gehen davon jetzt nicht unbedingt kaputt. Aber ich behandle sie auch sehr vorsichtig und würde sie jetzt auch nicht unbedingt den Kids in die Hand drücken. Dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Ja, aber hier merkt man das auch. Der gleitet hier ganz toll einfach oben drüber. So, hier wird es ein bisschen dunkler nach außen hin. Also wir haben hier so ein bisschen helleren Bereich. Und dann das dunklere Blau. Das kommt dann hier so ein bisschen nach außen. Alright. So. Mit dem Pinsel starte ich jetzt hier meine helle Farbe erstmal so ein bisschen zu vermalen. Und grundsätzlich hier auch, das sind zwei oder drei Farbtöne. Die können ein bisschen miteinander, also ineinander verlaufen. Man sollte aber hier nicht zu viel die Töne miteinander vermischen, einfach weil hier auch Gelbanteile in dieser Skin-Farbe drin sind. Und dann kann das schnell braun werden. So. Ne, gerade bei diesen Hintergründen, da muss man so ein bisschen auf Farbtheorie, da sollte man so ein bisschen Bescheid wissen. Mit dem Braunton, das war jetzt also nicht gelb und blau ergeben ja braun, sondern hier in dem Skinton, das sind meistens Rot- und Gelbanteile, die natürlich orange zusammen ergeben, auch wenn das hier jetzt nicht wirklich orange aussieht, aber es ist so ein pastelliger Ton davon. Und mit der Farbe Blau, also Orange und Blau, sind ja Komplementärtöne und die würden dann im Prinzip, wenn man sie zu sehr miteinander verwischt auf dem Papier, einfach braun ergeben. Ne? Aber so sieht das Ganze jetzt ziemlich cool aus. Ich finde es ganz gut gelungen. Das lassen wir jetzt einmal komplett austrocknen und dann arbeiten wir hier mit unserem schwarzen, mit dem schwarzen Brushpen einmal oben drüber und malen eine Silhouette.
Ist unser Hintergrund jetzt gut durchgetrocknet, können wir mit einem schwarzen Brushpen jetzt ganz einfach hier als Silhouette Schilf malen. Und zwar dafür, das zeige ich euch einmal, hier hat man ganz kurz, ist cool, wie so eine Horizontlinie entstanden. Ne? Also als wäre jetzt hier hinten Wasser und hier würde so ein bisschen die Sonne aufgehen, können wir jetzt hier so Schilf malen. Und dafür male ich einfach ein Oval und dann ganz oben einen ganz kleinen Strich und mit der äußersten Pinselspitze des Brushpens ziehe ich mir jetzt hier so Linien. Und das Schilf darf tatsächlich mal größer und mal kleiner sein. Die malen wir einfach, indem wir hier solche länglichen Spitzen, Ovale einfach mit ranfügen. Und dann können wir hier auch so ein bisschen noch hier unten das auskaschieren. Brushpen-Illustration auch schon fertig. Ich habe es ja versprochen, dass sie ganz einfach sind. Und so ist es tatsächlich auch. Am längsten dauert hier das Austrocknen des Hintergrundes, aber dann ist auch tatsächlich das Reinzeichnen mit so ganz einfachen Formen tatsächlich als Silhouette auch sehr schnell und einfach gemacht. Und ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder.